Ja, komm eben einfach mit. Ja, die checken nichts. Ich war auch drin, 10 Minuten mit dem Knüppel. Oh Gott. Versuchen aufs Dach zu kommen. Wir haben noch einen Terrorbird, der steht in der Welt drin. Der Level 32. Wir? Ja. Da steht da irgendwo rum. Ich sehe den Namen nur. Guck mal, ob er Loot drin hat. Nein, der, wow. Ich weiß nicht, wie ich da rankommen soll. Ja, brauchst du eine Grappling Hook? Die kriegst du nicht. Der ist verpackt. Und die droppt mir die Flakrüstung. Hier ist eine Grappling Hook, damit sollte es auch aufheben. Wo droppen die? Bei uns in der Base unten drinne. Eine Flinte. Komm schon. Achso, Molte droppt das. Molte, was droppst du, Alter? Ich droppe nix. Bin gar nicht da. Freigelassen von Molte. Da haben die auch einen Molte im Tribe. Ich zieh mir die Flakrüstung an. 500 Betäubungspfeile. Soll ich die safen? Ja, mach. Ja. Jetzt. Jo, sind da fertig. Ihr müsst aber noch aufpassen, hier läuft noch ein wilder. Ja, kein wilder, ein Tüler mit Rocket Launcher rum. Hey, MP, redest du mit denen? Ja. Ja. Hallo, die haben Raid-Schutz, hör doch mal. What? Alter, Kingdom verteidigt uns gerade. Sheep ist nicht von denen. Alarm! Alarm! Ich meine, ja, Kingdom verteidigt uns gerade. Hier rennt irgendwer von einer anderen Tribe um. Sheep ist nicht Kingdom, oder? Nope, Sheep ist one. Two girls, one torch. Ja. Würde ich jetzt gerade im Chat schreiben, Regelbruch. Ja, ist auch. Ist zu gut. Weil sie fertig waren. Ja, finde ich lustig. Ja, aber die haben uns viele Sachen geschenkt. Guck mal, Chris 5 und, ja. Keine Ahnung, ja, was Shocking da hat. Ich weiß. Ja, die Shocking da gehabt. Alter. Chris. Sie ist gerade im Chat. Ja, wieder da. Ich habe sogar ein Fernglas gesaved. Sind sie jetzt endlich weg? Hm. Haben sie ihren Spaß? Sind voll nett zu uns. Warum? Wir haben uns noch ich mit einer geredet habe. Was ist? Wir haben uns noch weil Stuff ich mit ihnen geredet und habe. Und ich. Ich habe auch Hallo gesagt. Nein, Spaß. Oh Mann. Wollte nicht schreiben, das sonst kriegt irgendwie noch. Warum, was haben sie uns dann gegeben? Das ist kein Flame. 55 Shocking Darts. Riot Rüstung. Ja. Und warum? Ja, weil sie nett sind. Ja, wir haben 0 in der Base. Wollen wir anfangen? Soll die Base jetzt vorne dran gebaut werden und wir machen das da hinten klein, sodass sie die Lücken nicht mehr ausnutzen können? Oder wollen wir das wieder aufbauen? Ey, wir haben noch ein Turret. Innen drin stehen auch noch welche. Ja, okay. Wir haben mehr als ein Turret. Wir haben drei. Sozusagen die Base jetzt vorne dran bauen und... Finde ich nicht. Ich finde die total nett. Ja, weil sie dir jetzt was gegeben haben, oder was? Weil du sie noch nicht kennst. Machen sie nur, dass wir das denken. Ich denke auch, dass sie es einfach nutzt, dass wir auf dem Server bleiben und die dann einfach noch eine Strecke von uns erraden können. Hä, wann denn bitte? Wir müssen erstmal selber eine erraden. Ja. Wir haben Raid-Schutz, bis wir selber eine erraden. Also müssen wir es erstmal wieder ordentlich aufbauen. Yep. Ich find's nur geil.
Ich habe irgendwie noch 10 Minuten gegen Hate My Mates auf der Pinguininsel gekämpft. Ja, ich habe mich schon gefragt, wo du bleibst, Alter. Alter, 2 Sabers, 4-5 Tylakoleos, 2 Terrys. Ich würde dann wegrennen. Ja, wie denn? Die sind schneller als ich. Ich war auf der Insel gefangen. Dann denk dir was aus. Ja, hab ich. Hab mit Rocky 2 von denen getötet. Und wo war's mit den anderen? Den habe ich noch ein paar Rockys und so reingejagt. Ich habe noch einen Saber von denen getötet. Ihr habt doch jetzt Zeug zum Tamen. Dann guckt mal, ob ihr vielleicht wieder 1-2 Farmtiere oder irgendwas für uns arrangieren könnt. Ilka, wollen wir beide gehen? Du hast ja das Tamen. Ah, ich muss jetzt auf. Okay. Dann pack dein, gib dein Stuff, den du jetzt hast, irgendjemand anderen. Hallo. Seht ihr alles gut? Ich drop's dann hier hin, oder? Ja, okay. Oder soll ich mich ausloggen und die Loot mit? Ja, mach mal. Okay. Aber dann drin. Oh shit, okay. Will dann mit mir tamen gehen? Nimm nur irgendwie okay, 50 Pfeile mit und guck, dass du kurz einen Stege oder so unten an Strand 10 bekommst. Er kann auch mich. Ich bin doch gleich raus. Er kann auch mein Zeug nehmen. Ich hab doch Shocking Darts. Ich hab 500 Betäubungsfeile. Ich leg's in Ilka, unser menschlicher Schrank. Ja, ich bin eigentlich nicht weg, mittwochs und die anderen Tage nur. Ich schreib halt, morgen eine Klausur. Ja, mach ich auch. So. Eine fette, da wo mein, da wo ich einen Abschluss bekomme. Ja, nimm sie mit, sie laufen eh, Was für Abschlussprüfung? Tun eh Dings. Ja. Spoil. Das heißt bei uns BBR. Wenn ich das bestehe, habe ich einen Schulabschluss. Schon mal. Alles klar, du brauchst nur die Prüfung bestehen. Scheißegal, wie du vorbewertet bist. Ja. Halt, Zeugnis zählt auch, man braucht einen Durchschnitt von 4,0. Aber so gelassen. Du drückst nicht richtig schön zu. Vorne ran eine Pyramide oder so. Oder ein Cube und fertig. Ich würde sagen, dass wir den Spot wechseln, weil das bringt ja, nicht, wenn wir die vorne dran bauen. Da ist das Spot ja scheiße, das Spot ist ja so geil, weil das so eine Einbuchtung ist. Ich kann auch gleich einen neuen Spot suchen. Ja, hast du einen neuen Spot? Das ist eben die andere Frage. Aber. Das ist Valhalla, da gibt's immer einen Spot. Da ist ein Rex. Wenn ich keine Ahnung, ich hab mal geguckt. Ich könnte ein Kano tame. Gehen sie weg, Gimpy? Ja. Du musst nur mit den Leuten reden und ein bisschen Angst machen. Oh, ich wollte aber da hinrennen und sagen, enter. Wie ich Angst gemacht habe, ich habe einfach gesagt, oh, ich freue mich schon, wenn eure Flagge wächst. Und dann so dazu gesagt, das Imperium wird erneut zurückschlagen. Nein, das haben wir schon. Ich meine, wir können die Turrets mitnehmen, die Schuss mitnehmen. Ja, wir brauchen ja keine große Base, einfach eine 3x3 Base. 4 auf 4 und dann. Ja, 5 auf 5 ist schon. Was ist mit der Base, wo man dorthin kann? Da, wo ich vorhin gespawnt bin. Ist halt bin. Auch eine komplett freie Fläche. Aber das ist ja, ne. Two Girls. Wie heißen die? Two Girls und Abtreibers. Ja. Na, klasse. Ja. Two Girls, die auf demselben Metallberg farmen. Ich bin 95er Kano, den lege ich gerade. Aber die bauen auch so riesig. Diese Dead Hunter. Die bauen so übel riesig. Ja, guck da mal unser Ding an. Das ist genauso groß wie deine hier. Ja, aber dafür, dass die auf einer freien Fläche bauen? Impi. Weißt du, wir bauen an der Wand, Impi. Wir müssen nur von vorn deffen im Normalfall. Die müssen rundrum deffen. Deswegen. Gut, dass du dazu gesagt hast, im Normalfall. Ja, ich habe extra gesagt, im Normalfall. Hat man ja gerade gesehen. Weil man hat im Normalfall ein S-Plus-Mod drauf, ja. Oder No Structure oder sonst was. No Collision, meine ich. Ja, oder so viele Turrets, dass das wir jetzt gar nicht so reinspringen können. Klingt zwar jetzt böse, aber so ein Haut-Drauf-Projekt, so wie alle Projekte. Ja, vor allem mit diesen 0,5 Turret-Schaden. Das ist am übelsten. Das ist wirklich eigentlich so, man braucht eine Base, wo drin man sich Waffen machen kann. Paar Turrets drauf, dass sie nicht sofort kaputt ist und alles kaputt. Wenn du wirklich eine Base haben willst, wo safe ist mit den Turrets,
musst du eine riesen Base bauen, wo du an jeder Seite an die 300 Turrets stehen hast. Leute, mach mal Tribe auf, Two-Man Army und raid den ganzen Server platt. Komm, zu zweit kein Problem. Darf du nicht. Einer auf dem Rex, einer Raketen. Darf du nicht. Wir nicht, die haben doch unsere ID-Pole. Ah. Ja, das war's, RIP ist. Ja, man braucht halt wirklich... Flagge beschädigt. Oh, verklagen. Weil sie mich abgeschossen haben, obwohl, ne? Ja. So, two girls. Die können nichts anderes außer Scheiße machen auf dem Server. Die haben's halt in den Sinne richtig gemacht. Die haben sich ihre Materialien awaited. Ja, und so, wer wisst auch. Ja, der Hälfte weil der Leute den Spaß genommen, weil sie zum heutigen Tag schon nicht genug aufbauen konnten. Ja, aber das Gelaber, welche, das Gelaber, no the sessions immer. Alle finden sie scheiße und werden sie als nächste Runde raiden und ja, ich sieh's, wie Two Girls geradet wird. Es wird alles andere drumherum geradet. Ah, ja, weil sie sich an Two Girls nicht trauen. Ja, weil alles andere drumherum von Two Girls klein gehalten wurde und schön raidbar ist. Ja, ja, aber da oben in der Besprechung die groß klappern. Ja, wir machen Two Girls Blatt. Ah, jo, wir helfen euch. Hm. Ja, dann machen, alles drumherum machen weggemacht, halt wo euch Hilfe kennt. Jeder ein Raketenwerfer, 10 Schuss. Mit unseren Rexe und Gigas hätten wir keine Hilfe, Two Girls, mal. Wir hätten die alleine machen können. Dem Giga und den zwei Rexen hätten wir jeden... Ich finde das Geschwätz immer so unnötig. Einfach die Klapphalle. Und gut ist. Ja, wir brauchen halt einfach nur wieder zwei halbwegs gute Rexe, 100 plus, und dann können wir losgehen. Ein 95er Kanu. Ja, damit können wir schon raiden gehen. So, in dem Sinne ist Imperium jetzt erstmal weg für die Session. Bis zum nächsten Mal, wenn überhaupt. Ciao, ciao. So, ich habe mich jetzt mal mit meinen Jungs kurz besprochen, wie es jetzt weitergehen soll. Ja. Kleiner Rückschlag erlitten. Sieht man ja. Ausgehüllt. Zwei Turrets, ein Bett, Hans und Steglos. Fähige baut schon wieder die Smithy auf. Der Captain Rex hat uns schon mal gleich wieder Dino besorgt. Scheinbar ein sehr guter Tame. 142. Die Flagge stehen schon. Two Girls hat uns dennoch angegriffen. Das zeige ich euch mal ganz kurz noch im Twi-Block, dass das Doa safe und alles richtig abgeht. Moment, ich muss die Stelle suchen. Da. Der Sheep von Two Girls tötet mich. Da steht, stirbt. Oder User zerstört, joined ne? Your channel. Hier irgendwo müsste eigentlich stehen, dass ich Flagge setze. Moment, das suche ich auch noch gerade raus. Kleiner Moment. Wem redest du? Hallo? Ich finde gerade die Flagge nicht. Der Twi-Block speichert wohl nicht so viel. Ente, kann man der Twi-Block irgendwie noch weiter aufklappen, wie im Twi-Fenster zu sehen ist, oder geht das nicht? Nein. Schade. Naja, man sieht ja die Flagge da stehe und Kindem kann bestätigen, dass die Flagge gestanden hat. Weil ich habe Kindem extra noch die Tiokoleo, wie man in der Aufnahme sehen wird, aus der Base rausgelost. Und während ich da aus der Base gelaufen komme, stehen die Flagge schon. Und dann ist der Schuss von Two Girls kommen. Was Verbot ist in meiner Augen. Ich habe kein Schneck, ich habe weiße Flagge stehe und werde bei meiner Base getötet. Ich weiß nicht, anscheinend haben die auf dem Projekt einen Freifahrtschein. Keine Ahnung, was das soll. Die haben schon mehrere Vergehe gemacht und sind einfach immer noch auf dem Server beim Projekt dabei. Was ist jetzt genau passiert? Was ist vorgefallen? Geh gerade mal in den Channel ohne drunter. Und dann kann ich ja gleich wieder sagen, dass die Aufnahme läuft. Hast du gerade aufgenommen? Ja, ja. Oh, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Du hast von nichts gewusst, du bist jetzt erst gekommen. Ja, ich bin auch gleich wieder weg, wollte nur... Ah, du wolltest nur das in der Gruppe, ja, Kingdom hat uns aufgemacht. Also wir waren vorher bei der Dead Hunters, haben uns ein Schneck besorgt. Haben zwei Schnecke gehabt und du musst ja auch geben, dass du Schnecke hast.
Und Kindem hat es direkt genutzt und zwei Schnecke abgegrast und ausgehöhlt. Also alles weg. Schon wieder. Ja. Es war so klar. Habt ihr wenigstens einen der Forges gerettet? Was haben wir? Eine der Industrial Forges. Na, sind alle kaputt. Und übrigens sind sie von hinten. Wie haben sie das gemacht? Ich denke mit der Baumkatz. Ende Turitz kann ich echt knicken. Die haben in der Turitz gestanden mit Schild. 0,5 Schade kann ich mit Schild blocken. Oh mein Gott. Ja. Ich weiß nicht, ob mehr Turitz es besser gemacht hätten. Keine Ahnung, aber Rexer sind OP. Gegen die Turitz. Ich weiß nicht, ob muss er was machen. Ja, geh grad mal vor, sag Bescheid. Und dann komme ich in 2 Minuten noch. Okay. User left your channel. So, ich gehe jetzt auch gleich zu der anderen. Sind halt jetzt ein bisschen arg schlau, ne? Stimmungsmäßig. Aber wir werden das wieder schaukeln. Wir bauen uns jetzt auf und machen das Ding da härter. Ja, wo mehr Turrets probiere und versuche, dass die da nicht hinten dran rutschen können. Ganze Metallzeug. So, aber halt keine Super- ihr sind alle noch motiviert? Oh ja, total. Team. Das ist dasselbe Team wie beim letzten gewaitete Endabend. Ente. Ja, ich hab gesagt, bleib nicht lang. Ja, ich wollte nur mal kurz den Schaden angucken gehen. Weiß irgendwer, wo Captain Rex sich hingelegt hat?
werden nämlich wahrscheinlich noch 250 Narkosepfeile Intus. Ist der weg? Ja. Ich hab doch extra zu allen gesagt, sie müssen sich drinnen auslocken. Ich sehe den auch nicht. Silka, der ist jetzt aber leer. Sie haben ja gesagt, vorhin sie wollten sie nicht kaputt machen. Ich weiß nicht, ob es jetzt zwischen Two Girls passiert ist oder einfach in einem Tribe dann mitgekriegt hat, dass sie die Forges stehen wollten. Funde. Ja. Wie man jetzt im Chat gesehen hat, wollten sie uns ja was vorbeibringen. Was ist jetzt eigentlich mit Two Girls gewesen? Haben die nur auf dich geschossen oder haben sie wirklich was zu Kingdom hat uns geradet, dann haben sie mich geholt. Ich habe auch auf dem Berg gestanden. Und dann sind da ein paar Schüsse gekommen und einer ist mit der Katze vorbeigekommen. Ich habe dann gesagt, langsam, ich hab nichts, ich mach nichts. Dann haben sie mich auch gelost und ja, dann ist einer raufgekommen und hat gesagt, hör, der Dino von uns steckt noch irgendwo, vielleicht kannst du den rauslassen. Ja, dann bin ich in die Base, hab Armbrustfunde gekriegt und eine Grappling Hook, um deine Dino rausholen zu können. Hab den rausgeholt, hab dann die Flagge gecraftet, hab sie hingestellt und quatscht dann vor der Base noch mit denen und dann kommt der Schuss. Ich habe ehrlich gemeint, es wäre Kinder, aber es war dann Two Girls, wie man im Tri-Block gesehen. Okay, und da Captain Rex sein Inventar nicht leer gemacht hat, wenn er nicht... Wo ist denn der? Wissen wir nicht. Offline. Ich hoffe mal, er ist irgendwo in der Base. Weil sonst hat er noch so bestimmt nach dem Kano noch 200 Narkosepfeile. Also mir hat er gesagt, im Kano war nix. Nee, nee. Ah, nö. Ja, weil ich eine Arkschiss hab. Nächste Staffel bauen wir woanders. Habt ihr unter der Base Abtreiber geguckt? Ja, ich bin gerade, war gerade eben runter. Oh, das steht ja sogar noch. Lol. Steht noch? Ich sehe nur gerade das Video. Schwebt bei euch auch hier ein Laufsteg in der Luft? Ja. Läuft bei denen. Ich finde Jason nett. Ja, wer weiß auch, wo der sich jetzt ausgelockt hat, wenn der gewagequittet ist. Ja, er hat den Kano noch wieder an die Base gebracht. Stand der denn draußen, der Kano? Ja, der stand direkt vor der Base. Ich habe ihn dann